Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Prison Architect. Jetzt mittlerweile schon die 4. Heute bin ich leider alleine, weil der Justin war leider nicht aufzufinden. Und ich wollte ja jetzt immer zu festen Zeiten das Video rausbringen, damit ich das noch schaffe hochzuladen und alles mögliche. Habe ich mir gedacht, dann nehme ich heute mal eine Folge alleine auf. Also wird es heute mehr um Themen gehen, die dieses Spiel betreffen. Also weniger über andere Sachen quatschen natürlich, ne? Ja, dazu mache ich kurz noch jetzt die Musik an. Gut, dann geht's auch gleich schon los hier. Ja, also, unser Prison geht ja schon relativ gut klar jetzt. Man sieht noch, hier hat das gerade geblinkt. Das ist immer, wenn man sein Prison neu lädt, dann blinkt das, weil erstmal muss natürlich das Wasser da reingepumpt werden und auch der Strom muss dann erstmal wieder fließen. Deswegen wird das nicht sofort erkannt, sondern erst nach und nach so wird das wieder ausgeglichen. Ja. Jetzt können wir mal gucken, wie es momentan in unserem Prisoner geht. Family geht schon runter. Recreation, also Erholung brauchen sie. Dafür werde ich ihnen auf jeden Fall noch einen Common Room bauen jetzt. Ja, dafür brauchen wir erstmal wieder ein Fundament. Ja, wie groß machen wir es? Ich denke mal, bei den paar Leuten reicht ein kleiner Common Room. Oder in Relation kleiner Common Room. Setzen am besten hier einfach mal ans Yard dran. Ja, machen wir 10 mal 15. Ist eigentlich schon zu groß, aber passt. Muss passen. Ja. Also ich habe mich jetzt auch entschieden. Dieses Gebäude werde ich später, wenn ich hier dann die Prisons, die verschiedenen Zellen habe, ganz abreißen, weil mir gefällt das nicht so ganz, dass hier am Visitation, also wo die Familien, die Prisoners besuchen, dass da direkt dran noch so ein Haus geklatscht ist. Das sieht einfach nicht so aus. Ja, Entrance. Also wir brauchen Eingang. Ein Common Room. Da bauen wir einfach mal ein ganz normales... Oh, ich sehe gerade, wir haben wenig Geld gerade. Weil wir halt noch nicht so viel Geld haben. Ja, logisch. Darum wollen wir hier mal gucken, dass wir noch irgendwas machen. Bitte. 2 Offices haben wir, Higher Awarden haben wir, Unlock Finance through Bureaucracy haben wir, Higher Accountant. So. Achso, das haben wir doch noch nicht, okay. Gut, jetzt haben wir aber erstmal wieder ein kleines bisschen Geld. Das muss erstmal kurz reichen. Am Anfang ist das immer sehr knapp in dem Geld, weil man nur 30.000 hat, um sein ganzes Prison aufzubauen. Aber wenn man dann so mehr Richtung Ende kommt, dann wird es immer besser. Also das heißt Richtung Ende, wenn man weiterkommt in dem Spiel. Ja. Sieht man auch schon, jetzt haben wir den Raum gleich fertig gebaut. Fehlt nur noch, dass ein Arbeiter dahin geht und die Tür reinbaut, dann wird es auch zu einem richtigen Gebäude. So, jetzt wird es auch gleich zu einem richtigen Gebäude. Da ist es schon. Sehr schön. Brauchen natürlich auch wieder Strom, ist ja logisch. Dann gehen wir auf Utilities. Hatten wir ja schon gelernt. Daher gibt es den Strom. Machen wir ein bisschen Strom rein. Wir sagen dann, dass das hier der wo steht's? Da. Common Room ist. Allowing your prisoners some free time to relax. Also hier drin können die in ihrer Freizeit relaxen und Spaß haben, spielen und so weiter. Auch ein sehr wichtiger Raum, finde ich, da sonst die Erholung, hatten wir ja gerade gesehen bei Needs, sehr mies im Roten ist. Und das brauchen sie halt sehr stark. Ja, mal gucken. Ja, Entschuldigung. Jetzt können wir unter Objects hier noch Sachen reintun, wie zum Beispiel Pool, Table, Nummer 2. Braucht man für Common Room nicht noch mehr? Dann haben wir hier nochmal 2 Bänke. Und sagen wir nochmal 1, 2, 3 TVs mit Stühlen vor. Extra ein bisschen Abstand. Ja, das sollte erstmal reichen für so einen kleinen Common Room. Haben sie erstmal genug was sie dann machen können in ihrer Freizeit. Sollte auch bei Needs das Recreation runtergehen, also Erholung, weil sie sich dann hier erholen können. So, wie sieht es noch aus? Food, da wollte ich eh gleich noch. Und Hygiene, Exercise. Ja. Sollen Finanz anlocken. Dafür müssen wir 500 zahlen, aber ich glaube, das ist vollkommen okay. Ja, kriegen wir gleich nochmal 5000 zusammen. So, dann bauen wir hier hinten noch eine Holding Cell. Erstmal nur eine sehr kleine Holding Cell. Eine Holding Cell bedeutet, dass man dort drinne die Gefangenen reintun kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, jetzt kommen 8 Gefangene an, ich habe 16 Plätze und 13 sind belegt. Ist klar, dann wären das 21 und das wäre halt, dann wären da 5 über. Und die kommen dann so lange in die Holding Cell, das ist so eine Gruppenzelle so gesehen, bis man halt Platz für die Prisoners geschaffen hat oder bis wieder andere raus sind. So eine kleine Auffangstation, wenn man zu viele dadurch kriegt, weil es unflexibel ist. Ja, das haben wir aber auch gleich gebaut und dann kriegen wir wieder 10.000. Das läuft ja dann schon mal relativ bei uns. Ah, ich habe jetzt ganz vergessen den Eingang. Machen wir einfach eine normale Jaildoor, würde ich sagen, das sollte reichen. Ja, wenn die Jaildoor jetzt gebaut ist, haben wir jetzt wieder den nächsten Raum, den Common Room. Was laber ich da? Der Common Room ist ja für Freizeit und so weiter. Ich meine natürlich Holding Cell. Sehr logisch. Da ist die Holding Cell. So, jetzt müssen wir dann noch eine Bank reinhauen, damit das auch nutzbar ist. Und wir sagen einfach mal, wir kriegen 2 Toiletten. Sollte reichen. Müssen wir natürlich auch noch mit Wasser anschließen. Zum Glück ist hier direkt daneben die Dusche, da kann man dann halt das Wasser sich abholen. Wir machen... Achso, er war schon da, dann ist gut. Jo, ich mache ihnen mal einfach die Tür jetzt auf, so. Gut, jetzt haben wir wieder 10.000 gekriegt, dafür, dass wir das fertig gemacht haben. Dann lassen wir hier unten nochmal ein Fundament bauen, wieder mal 9×9, weil wir brauchen, wer hätte es gedacht, noch ein Büro. Wir brauchen hier relativ viele Büros in diesem Spiel. So, ja, habe ich das Richtige genommen, sehr schön. Da kommt wieder eine Stuffdoor rein, ist ja logisch. Ja, 1, 2, 3, da. 1, 2, 3, 4. Hä? Ne. Warum auch immer, ich habe da gefailt jetzt das 10×9. Dann werde ich das gleich nochmal umändern. So, dann bauen wir hier erstmal die Wall wieder auf. Dann bauen hier noch eine Wall hin, dann können wir das wieder abreißen, dann ist das 9×9. Ich mag Symmetrie. Gut. Dann lassen wir das dismanteln, das heißt abbauen. Also werden sie das erstmal dann da wegnehmen. Dann kann ich ihnen nämlich sagen, jetzt haben wir es hier im Inventar, also eine Door haben wir schon gekauft, die müssen wir jetzt nicht mehr kaufen. Können wir sagen, dass sie da jetzt hin soll. Damit er sie da jetzt gleich hinbauen. So. Jetzt kann er da noch einmal eine Wand bauen. Und dann können wir die Wände hier noch wegnehmen. Und schon ist jetzt wieder hier alles soweit okay. So, nehmen wir hier noch Bulldoze, das heißt, weil hier ja Fundament ist. Dann machen sie das Fundament weg und es wird wieder zur Erde. Einfach, weil wir wahrscheinlich, war das letzte Office, wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Und dann können wir hier hinten einfach wieder normal Erde und alles haben. Da müssen wir kein Fundament oder so haben mehr. Zumindest erstmal. Sein. Ich habe natürlich jetzt was vergessen, aber ich glaube eigentlich, dass es alles war. Oder? Nee, eine kommt noch. So, dann mal wieder einrichten. So, dann hier noch Aktenschränke, wie immer. Von allem, wie immer 2 natürlich. So. Gut. Jetzt können wir ja mal kurz in den Needs gucken. Recreation ist jetzt weit runtergegangen, also es geht immer besser, wird immer besser. Essen müssen wir nochmal gucken, dass wir die Küche erweitern, das wollte ich aber eh gleich noch machen. Aufgaben können wir noch nicht, da müssen wir gleich noch forschen. Family scheint so, als müssten wir da noch ein bisschen den Raum vergrößern oder einen zweiten bauen. Das ist aber auch nicht das Problem. Ja, und Freedom sollte eigentlich so reichen. Da müssen wir mal gucken in nächster Zeit. Ja. Was noch? Jetzt sollen wir noch, wo steht es? Hier ein Accountant heiern, also einstellen. Der ist für unsere Finanzierung und alles zuständig. Ich muss jetzt noch sagen, dass das hier ein Büro ist, damit es ihr Büro wird. So. Jetzt hat sie es auch gleich für sich beansprucht. Und jetzt können wir auch, rein aus der Theorie, können wir auch hierhin forschen. Das war dann halt, das habe ich ja schon alles letzte Folge erklärt. Wir können jetzt eigentlich in jede Richtung... Genau, der Security fehlt noch. Den können wir auch mal forschen. Der braucht noch das letzte Office, den hatte ich nämlich vorhin vergessen. Also brauchen wir doch noch hier ein Fundament. Was also unsinnig, dass ich das weggemacht habe. Sorry. Aber Fehler passieren. Jo. So, warten wir erstmal, dass die herkommen. Ups, dass die herkommen und das hier hinstellen. Wir werden dann die Wand da noch neu machen müssen, weil sie die wieder wegmachen hier. Ja. An sich finde ich, ist das Spiel, allein schon, weil es noch eine Alpha ist, verdammt gut gemacht, weil, wenn man überlegt, für eine Alpha ist das wirklich jetzt schon minimale Bugs oder minimale Kleinigkeiten, die noch zu verbessern sind, und das für eine, wie gesagt, eine Alpha finde ich einfach gut. Gut, jetzt fehlt hier natürlich der Strom, ist ja logisch. Dann setzen wir das nochmal ein Stückchen weiter. Ah, das war jetzt wirklich das letzte Büro. Es sei denn, es kommen halt im Patch oder so noch welche dazu, weil Patches kommen ja auch regelmäßig raus. Ich glaube, einmal im Monat hieß es, kommt ein Patch. Das letzte waren eigentlich nur Bugfixes. Und ja, ich habe es halt schon mal, dieses Spiel, gesehen, vorher bei anderen Let's Playern. Und mittlerweile habe ich es mir dann auch selber gekauft im Steam Summer Sale. Der war ja auch letztens. Da war es relativ günstig. Da habe ich mir gedacht, den kann ich mir mal holen. Hab's dann auch richtig zu Tode gesuchtet halt. Und dachte mir dann, ja, warum kann ich es euch denn nicht auch mal zeigen? Jo, also bei mir sind mittlerweile jetzt hier schon so viele verletzt. Das sieht schon fast schon so aus, als wäre das nach einer Schlacht oder so. Deswegen werden wir nochmal gleich hier ein schönes Arztzimmer... Ja, Arztzimmer... Praxis, genau. Praxis einrichten. Warte, erstmal noch kurz hier in die Küche gehen. Dann können wir nochmal alles nochmal kaufen, damit es ein bisschen schneller geht mit dem Kochen und so. Ach, wir haben das Geld. So, können wir hier noch einen hinmachen. So, und jetzt ein... Ups, das war ein Serving Table. Ich wollte eigentlich den Fridge, den Kühlschrank haben. So, so... So. Dann kommen hier noch Paper Bins zwischen ein paar, damit wir halt, hier sieht man, der Müll ist jetzt da drin, anstatt hier auf dem Boden. Halt viel schöner. Ja, das Gefängnis sieht gerade sehr schön aus, ich weiß. Deswegen werden wir mal hier Richtung Cleaning forschen. Oh, es war teuer, habe ich nicht dran gedacht, egal. Dann können wir nämlich auch welche einstellen, die, dann können wir welche einstellen, die da ein bisschen aufräumen und alles. So. Ja, die Balken gehen schon langsam zurück. Food wird jetzt auch besser. Hygiene. Ja, das müsste eigentlich reichen für 16 Leute, ich bitte dich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Duschen. Das ist für jeden eine Dusche da, das ist ja nicht das Problem. Können höchstens, weil sie gerade noch so viel Freizeit haben, hier hinten das Essen, obwohl. Doch, wir können hier das Essen Ups, 1 Stunde vorverlegen. Und dafür abends dann nochmal, obwohl morgens und abends duschen. Lassen wir sie morgens und abends duschen. Passt schon. Wie viele Köche haben wir jetzt mittlerweile? 2, genau. Das war ja wegen der einen Quest. Wo sind die beiden Köche eigentlich? Eigentlich sollten die ja hier drinne sein. Na komm, wahrscheinlich. Das hatten wir ja schon die letzte Folge gesehen. Das war wohl Buggy oder so. Deswegen können wir das einfach mal, mal gucken, irgendwie wegmachen. Hallo. Irgendwie wegmachen. Es geht gerade nicht weg, warum auch immer. Falls ihr Tipps oder so habt, dann gerne in die Comments, ne? Ich glaube zwar noch nicht so dran, dass momentan schon Kommentare kommen, wäre aber schön würden. Dann machen wir es einfach mal Trick 17 mäßig. Wir machen hier draußen ein etwas größeres Fundament. Tun da irgendeine Tür rein, die wir eh noch brauchen werden, wie zum Beispiel eine Jail Door. Davon werden wir noch genug brauchen, wenn wir unser Gefängnis mehr erweitern. Dann werden sie das jetzt bauen und dann kann ich es abreißen. Oh, ich habe aus Versehen auf Pause gedrückt. Ich wundere mich schon, warum die hier nichts machen und so. Ja, jetzt gehen sie auch in den Common Room. Ja, das sollte ihnen eigentlich reichen. Gut. Ja, wenn die mal ankommen würden, unsere Arbeiter. Ja, die sind noch mit der Küche beschäftigt. Ach so, genau, da fehlt ja noch was. Da muss ich jetzt noch unter Utilities sagen, dass die Spüle hier... Ach Gott. Kapazitätor schnell noch dran bauen. Bauen wir 2 noch dran. Ist wichtig, weil jetzt der Stromausfall... Weil halt zu viel am Stromnetz jetzt angeschlossen ist. So. Jetzt sollte alles angeschlossen sein dann später, aber... Gut, jetzt sind die auch da. Können wir jetzt sagen, Switch on. Switch on. Switch on. Switch on. Jetzt sollte es erstmal wieder reichen. Sehr schön. Jetzt ist alles erstmal wieder versorgt. Und jetzt ist es hier gebaut. Jetzt können wir sagen, die sollen wir dismanteln. Dann können wir nämlich das Ganze hier... Wir machen erstmal die Wände weg. Ich weiß nicht, ob es auch so geht. Also ist dann sicher. Und dann können wir es nochmal bulldozen und dann ist es komplett weg. Dann geht das auch. Jo, jetzt werden die Gefangenen wahrscheinlich auch wieder zu Genüge, kriegen die dann Essen. Muss das jetzt wirklich aufhaben? Oh Gott. Okay, nur noch die Tür, die jetzt dismantelt werden soll. So. Wird jetzt gleich auch noch mitgenommen. Und dann noch das hier soll gebulldozed werden. Also soll wieder... Das Fundament weggemacht werden. Gut, es ist gerade Essenszeit. Jetzt sehen wir ja gleich, wenn sie hier reinkommen, dass sie wahrscheinlich genug Essen jetzt mittlerweile haben, weil ich ja jetzt die Einrichtung verdreifacht habe. So, jetzt ist auch da hinten das Ganze weg. Ja, so, dann ist die heutige Folge aber auch schon relativ vorbei gleich. Nochmal jetzt zum Zusammenfassen, was wir geschafft haben. Wir haben eine Holding Cell gebaut, die noch Strom kriegt, kurz. So. Wir haben einen Common Room gebaut, damit die auch endlich wieder ein bisschen Spaß am Leben haben. Wir haben noch 2 Büros dazu gebaut, wobei ich das eine jetzt noch hier kurz betitel als Office. Moment, Office da. Und dann kann ich auch schon mal den... Chief anheuern, also das ist der Chef so gesehen von den Polizisten. Der hat jetzt auch hier sein Office. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Jo, was haben wir sonst heute noch so? Das war eigentlich das, was wir heute geschafft haben. Es war eigentlich schon relativ viel. Haben ein bisschen was am Plan verändert und so weiter, haben ein paar Quests gemacht. Reicht doch für eine Folge, oder? können wir noch mal kurz hier zweimal so einen Janitor einstellen, heißen die. Das sind die, die hier sauber machen. Bei dem Dreck stellen wir ruhig 3 ein. Den muss ich mal jetzt noch mal kurz auf. So, jetzt kann er gehen. Und in der nächsten Folge machen wir mehr. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.